weiter mit Teil 2. Ja, ein kleines Bauchspezial. Du brauchst deine Matte oder hast auch Teppich oder so. Handschuh, wenn du möchtest. Schuhe kannst du gerne ausziehen. Ganz nach Belieben. Ja. Wir gehen erstmal in den Vierfüßlerstand. So. Pass auf. Zuerst erstmal den Rücken runden und strecken. Nochmal runden. Strecken. Jetzt auch dein Knie richtig zur Brust ziehen. Und strecken. Nochmal. Und strecken. Sehr schön. Gut, wir gehen jetzt sofort in den Unterarmstütz. Ja, wir versuchen einfach mal zu halten. Ja, eine Minute. Was du nicht machst, ist so durchhängen. Ja, sondern du bleibst wirklich schön parallel zur Matte. So. Okay. Wir halten erstmal den Ganzkörperstütz. Die Planke. Zieh die Schulterblätter auseinander. Halte. Halte. Super. Du atmest immer weiter. Prima. Wir haben noch 15 Sekunden. Das schaffst du. Schulterblätter auseinander. Setz die Knie ab. Lösen, locker. Sehr gut gemacht. Gut, wir gehen nochmal in die Planke. Ja? Was wir dann machen, wir gehen mit der Hüfte nach rechts und links. Ja? Die Fußspitzen bleiben auf der Stelle. Deine Hüfte bewegt sich nach rechts und links. Ja? Wenn dein Rücken zieht, vernimm den Popo etwas höher. Ja? Aber versuch möglichst parallel zur Matte zu machen. So, schau in deine Hände rein. Drück dich hoch, Schulterblätter auseinander. So, okay. Planke. Gut. Schau mal, nach rechts und nach links. Und es geht immer so hin. Her. Hin. Her. Rechts. Links. Sehr schön. Rechts. Links. Weiter so. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also jetzt halten wir noch 15 Sekunden in der Mitte. Pass auf, dass du noch machen kannst. Nach vorne und nach hinten. Ja? 4, 3, 2 und 1. Die absetzen. Lösen. Oh, wieder locker. Sehr schön. Sehr gut. Eine Übung von den Händen aus, ja? Wenn das für dich, für deine Hände nicht so gut ist, kannst du deine Unterarme am Boden lassen, auf der Matte lassen, ja? Das geht auch, wie gerade. Ansonsten nimmst du die Hände, drück dich schön nach oben, ja? So, du kommst in den Ganzkörperstütz und jetzt ziehst du im Wechsel deine Knie unter den Bauch. Achten wir jetzt einfach mal diagonal. Zum Ellbogen, Ellbogen. Ellbogen, Ellbogen. Sehr schön. Komm, wir schauen noch 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte noch. Auch hier wieder Schulterblätter auseinander. Knie absetzen. Einmal auf die Fersen. Kurz entspannen. Handgelenke lockern. Sehr schön. So, knie dich einmal hin, ja?
vorne, schließ deine Knie. Komm einmal auf dein rechtes Knie. Ja. Hier setzt du deinen Fuß ab oder auch die Fußkante, das geht auch. Ja. Setz hier einmal die Hand an, nimm diese Schulter nach hinten, die linke Schulter nach hinten. So, okay. Pass auf, setz hier an, hoch, ab. Ran, hoch, tief, ab. Ran, hoch, tief, ab. Jetzt lass mir die Hand einfach mal vom Boden gelöst. Ja, so weit wie es geht. Runter und wieder hoch. Sehr schön. Pass auf. Nach oben, nach unten. Jetzt rotierst du. Nach oben, nach unten. Nach oben und nach unten. Nach oben, nach unten. Hoch und tief. Halte hier nochmal. Bis die Hände. Und ansetzen. Locker aus. Wechseln. Ansetzen. Rechte Schulter nach hinten. Weiter geht's. Ran. Hoch. Tief. Ab. Ran. Hoch. Tief. Ab, ran, hoch, tief, ab, ran, hoch, tief. Okay, ohne Hand abstützen. Versuch dein Bauchnabel ganz nach innen zu ziehen, Richtung Wirbelsäule. Ja, das hilft. Jetzt kommt die Rotation dazu. Hoch, ab. Hoch, ab. Hoch, ab. Hoch, ab. Hoch, ab. Noch vier, drei, zwei, einer. Absetzen und lösen. Wieder locker. Sehr schön. Wir legen uns mit dem Rücken auf die Matte. Das ist deine Kniekehle. Lass dich langsam runter. Pass auf, dein rechtes Bein, beziehungsweise dein rechtes Bein hängt einmal hier. Dein linkes streckst du aus. Ja? Und deinen linken Arm streckst du Richtung Decke. Die Hand rechts unter den Kopf. Ja? Und der Rücken bleibt auf der Matte. Ja? Versuch wirklich den Rücken ganz fest auf der Matte zu fixieren. Ja? So. Du kommst ein Stückchen höher. Pass auf. Nur falsche Seite, sorry. Es geht diagonal hoch. Und lang. Der Rücken ist fest auf der Matte. Hoch. Ab. Sobald du merkst, dein Rücken löst sich von der Matte, dann ist das Stopp. Ja, dann geht das Bein nicht weiter runter. Hoch. Ansonsten kannst du das Bein auch noch weiter zum Boden ziehen. Und den Arm natürlich auch. Ja? Der Rücken klebt auf der Matte. Ja, sehr schön. Wenn das zu schwer ist, ja, nimmst du diese Version, das geht auch. Ist etwas einfach. Oder ein langes Bein. Rücken ist auf der Matte. Sehr schön. Noch zwei. Und lösen.
Wechsel. Gestrecktes Bein. Hand unter den Kopf. Ja, das, was nach oben zeigt, ist diagonal. Rücken fest auf der Matte. So, jetzt geht es auseinander. Und wieder zusammen. Jawohl, sehr schön. Mit der Bauchdecke arbeitest du jetzt ganz feste. Super. Perfekt. So, die letzten drei. Zwei. Und einer. Und dann ziehen. Absetzen. Sehr schön. Jetzt formst du mit deinen Händen so eine Raute, ja? Hebst dein Gesäß etwas an, ja? Und packst die Hände unter deinen unteren Rücken, ja? Dann merkst du schon im Grunde die Stelle, wo es hin muss, ja? So. Unterschneidest dann sozusagen. Nimm die Beine zur Decke, den Kopf lässt du entspannt liegen, ja? So, jetzt ist der Popo etwas höher. Jetzt versuch wirklich hier den unteren Bauch nach innen zu ziehen. Ja, einzuziehen und deinen Beckenboden auch anzuspannen. Richtig schön schließen den Beckenboden. Beine Richtung weg, das geht auch in dieser Position. Ja, und jetzt hebst du deine Beine an. Ja, liftest dein Popo nach oben. Aus der Bauchmuskulatur heraus. Und hoch. Hoch. Sehr schön. Weiter so. Noch die letzten vier. Drei. Zwei und einer. Setz ab. Nimmst deine Hände. Dreh dich einmal. Vierfüßlerstand. Wieder runden. Und strecken. Auslaufen. Jetzt kommst du noch auf die Füße. So. Lockerst hier nochmal. Dich einmal aus. Hände auf die Oberschenkel, runden, strecken und komm nach oben. Zieh dich hier nochmal in die Länge. So, an die Seite. Und zur anderen Seite. Immer nach hinten überstrecken, genau, zieh dein Bauch jetzt wieder ganz lang. Zwischendurch machen, wie du möchtest, ja?